Ganz im Südosten Asiens, circa 15 Flugstunden von uns entfernt, liegt Mindanao, die zweitgrößte Insel der Philippinen. Gut 7 Wochen von Ende März bis Mitte Mai 2009 war ich auf dieser Insel tätig mit Standort Cagayan de Oro. Nicht nur Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit, sondern auch das quirlige Leben ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Einiges ist einem ganz vertraut. Manches aber doch sehr andersartig, so zum Beispiel die einzeln verkauften Zigaretten. German Doctors sind hier in Cagayan de Oro ein fester Begriff. Nur arme und mittellose Menschen werden im Krankenhaus unserer deutschen Hilfsorganisation Ärzte für die Dritte Welt kostenlos behandelt. Täglich kommen Hunderte von Menschen in die Aufnahme. Dann heißt es geduldig warten, sowohl draußen im Innenhof wie drinnen auf den Gängen. Hier kommt gerade meine sehr erfahrene und charmante Übersetzerin und bereitet die Karteikarten vor. Wird jemand stationär aufgenommen, so wird zugleich ein sogenannter Watcher, eine Art Hilfsperson, mitgebracht. So sind die notwendigen Handreichungen und Hilfeleistungen den ganzen Tag über gewährleistet und vor allem niemand ist so ganz allein in dieser für ihn fremden Umgebung. 2 oder gar 1 Bettzimmer gibt es nicht. Wenn gerade ein Bett frei ist, hat man Glück gehabt. Aber es wird jedem geholfen, vor allem natürlich den kleinen und kleinsten Kindern. Abends ziehen sich dann die Watcher, das können Angehörige oder auch mal Nachbarn sein, in das eigens für sie eingerichtete Watchershaus zum Abendessen und Schlafen zurück. Als Rolling-Klinik fahren wir für jeweils 10 Tage in unterversorgte und entlegene Gegenden auf dieser Insel. Die erste Tour nach Kitautau, die zweite nach San Fernando. Der Notfallkoffer wird noch einmal überprüft. Alles andere ist bereits verstaut, bevor wir dann ins Hochland von Mindanao endgültig aufbrechen. Es ist eine reizvolle Hügellandschaft, noch völlig ländlich geprägt. Asphaltierte Straßen sind Mangelware. So wundert es nicht, dass unser sonst so robuste Wagen schon bald für die gesamte Tour ausfällt. Nach anstrengendem Fußmarsch erreichen wir viel zu spät unser vorgesehenes Ziel. Ja, das sind unsere Betten. Und die haben wir lieber nicht benutzt. Schnell werden noch ein paar Medikamente ausgegeben.
This is a paracetamol. Because this is 1 gallon and it should be put in a little one, cellophane, small cellophane. So this is for the little children. And this one, this is a lagundi, a herbal medication for cough. Dann genießen wir unser diesmal noch sehr üppiges Abendessen, bevor wir todmüde unter den Moskitonetzen einschlafen. Die ganze Nacht hindurch bis früh morgens hat es fürchterlich gegossen. Entsprechend sieht die Dorfstraße aus, wohl dem, der nicht zu Fuß hier durch muss. Dennoch sind die ersten Patienten schon da. Manches Mal muss man schon etwas erfinderisch sein. Dann aber die verschiedenen Krankheitsbilder. Zudem der teilweise desolate Zahnstatus. Oder die Hautveränderungen. Inzwischen lacht die Sonne wieder. Ohne unser Auto werden wir von nun an in die nächsten Dörfer reiten müssen. All unser Hab und Gut samt medizinischer Geräte, Apotheke und Essensvorräten werden gut verschnürt und aufgeladen. Nach ungewohntem 3-stündigen Ritt erreichen wir etwas angeschlagen, aber wohlbehalten und gut gelaunt unser heutiges Ziel. Registrieren, Blutdruck messen, Impfungen und das Abzählen und Vorbereiten immer wieder benötigter Medikamente. So beginnt unsere tägliche Sprechstunde. Außerdem wird den Dorfangehörigen noch einiges zur Hygiene, zur Malaria-Prophylaxe oder auch zur Tuberkulose erklärt. Nicht nur unter freiem Himmel, sondern auch unter neugierigen Blicken heißt es dann untersuchen, beraten und behandeln, wobei mir meine Dolmetscherin Symptome und Beschwerden ins Englische übersetzt. Dazwischen auch ganz schlimme und lebensbedrohende Zustände. Aber immer wieder superinfizierte und grausige Hautkrankheiten. Wieder wird alles verladen und weiter geht's. Diesmal müssen wir Wasserläufe passieren, die durch den vielen Regen zu regelrechten Flüssen angeschwollen sind. Welcome, unsere nächste Unterkunft. Man hat uns bereits erwartet mit einer wieder mal ungewohnten Suppe und Fisch. Aber noch ein wenig Geduld. Die nahegelegene Wasserstelle ist noch belegt. Vor der eigentlichen Sprechstunde wiederum Hinweise und Erklärungen zur Verhütung von Infektionen und anderen, vor allem eben Haut- und Wurmerkrankungen.
ni mga timaylan sa amin kanang nakay sakit ng malaria. Kung wala na tamo, trapo-trapo na sa dano ka na po. Ja, solche Bilder verfolgen mich noch tagelang. Auch wenn wir schließlich alle erleichtert das Endziel erreichen, wo uns unser Auto wieder abholen wird. Auch die zweite Rolling Clinic Tour geht wieder ins Hochland von Zentralmindanao, diesmal aber mehr in Richtung Osten. Direkt neben unserer Unterkunft wird gerade die große Brücke repariert. So müssen alle Fahrzeuge mit Mann und Maus durch den Fluss. Unmittelbar daneben spielen sich auch solche Szenen ab. In den kleinen Dörfern werden wir schon erwartet. Hier leben vorwiegend die Manobos, heute eine ethnische Minderheit, die besonders auf unsere Hilfe angewiesen ist. Oberarmmessungen geben uns Aufschluss über den Ernährungszustand. Auch hier wieder die vielen Hauterkrankungen. Tätowierungen und die großen Löcher in den Ohrläppchen fallen sofort auf. In sie werden die zum Teil schweren Perlenketten einfach eingehängt. Durch den vielen Regen ist es vielfach zu Erdrutschen gekommen. Unsere geplante Route können wir schlichtweg vergessen. Man rät uns, die Flussseite zu wechseln. Und so müssen nicht nur wir und unser ganzes Material über die lange Hängebrücke, sondern auch die Kranken werden so zu uns gebracht. Bevor wir dann loslegen, wiederum eine kurze Unterweisung über mögliche Kinderkrankheiten. Auch ich muss immer wieder bei solchen Bildern etwas schmunzeln, aber leider ist Unterernährung immer ein Thema. Dazu die vielen Schilddrüsenveränderungen und vor allem Verletzungen. Okay.
was nach getaner Arbeit nicht nur mir immer wieder Spaß macht, sondern auch bei Groß und Klein, ist meine kleine Zauberbox. Mit etwas Hokuspokus und viel Brumborium gelingt auch diesmal ein lachendes Erstaunen. Heute gibt es im ganzen Dorf Fisch. Auch bei uns. Und natürlich Reis mit Hühnchen. Wie immer nur mit Löffel und Gabel. In der einfachen Dorfschule wird auch nachmittags noch unterrichtet. Fröhlich sind sie bei der Sache. Eine Begegnung mit einer Manobo-Familie muss ich noch zeigen. Alle Zutaten haben sie bei sich. Das Blatt des Betelpfeffers, den Muschelkalk und die wie eine Eichel aussehende Frucht der Betelpalme. Fertig ist der frische Betelbissen. Mund